Dass ich da heute vor Ihnen stehe, war ein Ding meiner Lebensplanung. Weil ich habe ja wirklich einen gescheiten Beruf gelernt, also ich bin gelernter Friedhofsgärtner. Also sollte sich von Ihnen wer verbessern wollen, ich kann den Job nur empfehlen, weil ich habe immer völlig unmotiviert gearbeitet. Mir ist nie eine Kundschaft davor gerannt. Und ich habe diesen Job geliebt. Ja. Das einzige Depperte war, in der Lehrzeit, ich habe so mit 16, habe ich am 71er, also die Straßenbahnlinie 71, weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist die Fahrt von der inneren Stadt am Zentralfriedhof, so mitten durch Simmering, die Simmeringer Aorta. Ja? Und mit der bin ich in die Arbeit fahren müssen. Und in diesem 71er ist sehr viel, sagen wir mal so, Zentralfriedhof-Laufkundschaft. Es gibt für einen Friedhofsgärtner zwei Arten von Kunden. Stationäre und halt die Laufkunden. Und ich muss sagen, Stationäre sind super. Die Laufkundschaft geht dann manchmal ein bisschen auf die Senkel. Aber du als Friedhofsgärtner, du sitzt dann länger aus. Weil du weißt, irgendwann wird die Laufkundschaft stationär. Wenn es umgekehrt ist, hast du ein Problem. Passiert aber nur alle 2000 Jahre, also kannst du. Und wirklich, in diesem 71er sehr viel Laufkundschaft. Durchschnittsalter 125. Wirklich, wenn du mal in Wien sagst, fahrst du mir in 71er. Ist unglaublich. Wirklich, beim 71er, da denkst du oft, boom, ob der wieder heimfährt. Und ich mit meinen 16 Jahren drinnen und ihr wusst, ich bin wegen meiner Jugend die lebende Provokation. Die Cookie-Dent-Armada wartet nur auf. Ja, und einmal ist mir passiert, da bin ich mit meiner Arbeitstasche mit Wärter angerannt. Und mehr bin ich nicht braucht. Nur mit Wärter, nicht einmal angerannt, gestraft. Ist schon losgegangen. Kannst du nicht aufpassen, Rotzpippen? Wir wären damals froh gewesen, wenn wir einen Wärter gehabt hätten. Ich hab gesagt, Entschuldigung. Nicht frech werden, sonst kommt mir die Hand aus. Das war wörtlich zu nehmen, es war Kriegsinvalide. Und ich nochmal. Entschuldigung. Fangst schon wieder an? Das steht dir nicht zu, nicht zu meiner Generation. Meine Generation, wir haben dieses Land wieder aufgebaut. Das hast du pausenlos gehört. Wir haben dieses Land wieder aufgebaut. Und die Trottel sagt drauf, ja, ihr habt es aber vorher zusammengehauen. Dann sind die Prothesen geflogen gekommen. Aber drin, wirklich drin dann am Friedhof, es war einfach ein Traum. Es war wirklich. Ich habe ja bei der Gemeinde Wien gearbeitet. Gut, das kannst du eigentlich nicht sagen, dass du bei der Gemeinde Wien gearbeitet hast. Also, wurscht. Und es war eben, weil ich gesagt habe, es ist ein bisschen ein Racheakt, dieses neoliberale Ding an die Wirtschaft, weil wir haben dann einen neuen Senatsrat gekriegt. Das ist so der Oberste in der Magistratsabteilung. Und dieser neue Senatsrat, ja, das war der Prototyp. So ein junger, dynamischer WU-Absolvent. Was heißt, ein Typ, der statt einem Gehirn eine Excel-Tabelle hat. Und der war der Meinung, der Wiener Zentralfriedhof muss profitabler werden. Er hat gesagt, auch der Tod hat einen Shareholder-Value. Und der hat dann so Angebote, hat er dann gebracht am Zentralfriedhof. Wir haben dann gehabt Frühbucherrabatte. Sehr beliebt war Last Minute. Die sogenannte Restlochbörse. War mir wurscht. Ich habe gesagt, mach du, was du willst. Ja. Ich habe meine Gräber gegossen. Und natürlich ist er dann irgendwann draufgekommen, Kosten sind vor allem Personalkosten, hat beim Personal eingespart und dann mussten wir Friedhofsgärtner bei der Beerdigung mithelfen, als Sargträger. Und leider ab diesem Zeitpunkt ist es zart geworden. Viermal am Tag bei einer Beerdigung. Oh. Furchtbare Stimmung. Alle rehren, du kennst den gar nicht. Man, und ich bin wirklich ein fröhlicher Mensch, jetzt habe ich probiert, hier und da ein bisschen eine Wuchtel reinstrahlen. Loch der Kassau. Und dann habe ich überlegt, irgendwie müssen wir die Stimmung zumindest für uns Mitarbeiter heben und bin auf die Esoterik gekommen. Also eigentlich die Simmeringer Proleten-Esoterik. Wir haben gesoffen. Und ist mir am Anfang gar nicht arg aufgefallen. Hier und da sind wir halt mit dem Grab, mit dem Sarg zum falschen Grab gegangen.
War wurscht. Wie wir dann aber schon so viel gesoffen haben, dass wir mit dem Sorg direkt zum Wirten gegangen sind. Was sind dann die ersten Beschwerden gekommen? Und da war sogar mir klar, Esoterik hilft da nicht weiter. Was wir brauchen, ist eine Reform. Eine Reform des Wiener Begräbnisses. Nur mir ist nichts eingefallen. Und durch Zufall war dann ein Kollege, ein anderer Friedhofsgärtner, bei einer Hochzeit eingeladen. Der kommt von der Hochzeit dann wieder am Friedhof retour und sagt, Burschen, bei dieser Hochzeit war eine Stimmung genauso, wie wir sie gern hätten. Die haben gelacht, die haben getanzt, die haben gesungen. Ich war sehr überrascht. Ich habe das nicht verstanden. Warum man bei einer Hochzeit lacht und bei einer Beerdigung weint. Ich bin genau umgekehrt. Ich lache bei der Beerdigung und Entschuldigung, ich denke mal, bei der Beerdigung, da ist für den Betroffenen das Schlimmste vorbei. Ja. Das sind ein paar Verheiratete heute da. Nein, auf alle Fälle, ich habe das zur Kenntnis genommen, Geschmäcker und Ohrfeigen sind verschieden und habe dann die Wunderidee gehabt, lass uns doch als Beerdigungsfeier von der Hochzeitsfeier lernen. Ich habe gesagt, schütt einmal genau das Brauchtum bei der Hochzeitsfeier, wir werden das dann subtil in die Beerdigungsfeier einbauen. Angefangen haben wir, dass wir so hinterm Sarg so Aludosen abbunden haben. Am Sarg selber war ein Schüttel, just gestorben. Beim Abelassen haben wir immer gemacht, hinein! In Graz hätte es scheinbar funktioniert. In Wien, nada, Nüsse, niente. Aber ich war der Meinung, mein Weg stimmt. Vielleicht ist das nur zu subtil, was ich da mache. Ich habe gesagt, schau mal, was war stimmungsmäßig das absolute Highlight bei der Hochzeitsfeier? Hat er gesagt, die Gesellschaftsspiele. Ich habe gesagt, gut, machen wir das auch. Leicht adaptiert. Also, wir haben die Leiche entführt. Und ich muss sagen, da war erstmalig sowas wie Feedback. Alle mitgesucht. Und da war der Meinung, jawohl, Hopf, dein Plan geht auf. Und naja, dann habe ich noch ein Scheiferl nachgelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du schmeißt so ein Scheiferl Erden nach. Habe ich nicht nachgeschmissen, ich habe es über die Schulter geschmissen. Ich habe geschrien, wer es fängt, ist der Nächste. Da sind 80-jährige 2 Meter aus dem Stand gesprungen. Und mir haben sie rausgehauen. Dankeschön.